Ja, hier sind wir wieder, eure Energiequickies Esther Gauss und Dirk Linn. Und heute geht es um den Tatort Büro. Wobei, Tatort Esther, den gibt's ja gar nicht mehr. Das Büro hat ja eigentlich so ausgedient, oder? Ich würde mal sagen, wir haben jetzt gleichzeitig die unterschiedlichsten Tatorte. Ja, im Büro, im Homeoffice, im Außendienst, wo auch immer. Vielleicht auch aus dem Urlaub heraus. Ja, wer weiß. Und das heißt, man konzentriert sich nicht mehr um einen Büroarbeitsplatz, sondern man hat jetzt so eine Art neues Arrangement gefunden. Absolut. Und ich bin sicher, und ich weiß es von vielen Erzählungen, dass da ganz spannende Geschichten entstanden sind. Wie lautet Ihre?